Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur MST heute. China startet erste Mars-Mission. China startete heute um 6.45 Uhr nach deutscher Zeit die Sonde Tianwen 1. Die Sonde soll zum Mars fliegen und dort nach unterirdischem Wasser und Spuren für ein mögliches früheres Leben suchen. Im Februar 2021 soll die Sonde dann den Nachbarplaneten der Erde in 55 Millionen Kilometer Entfernung erreichen. Ja, und jetzt geht es um dieses leckere Stück hier. Ja, die Rittersport-Schokoladentafeln. Und zwar war es derzeit ein großes Thema, ob Rittersport weiterhin als einzige Firma Schokoladentafeln in Form eines Quadrates herstellen darf. Nun ist es sicher, Rittersport darf weiterhin als einzige Marke Schokoladen in Form eines Quadrates verkaufen. Das entschied der Bundesgerichtshof in letzter Instanz. Die Konkurrenz von Milka hatte 10 Jahre lang versucht, das Monopol zu kippen, doch es war und bleibt erstmal weiterhin erfolglos. Es könnte alles so idyllisch sein. Doch es gibt Streit in Schokoladendeutschland. Die lila Milka-Kuh will ran an das Schokoquadrat von Rittersport. Quadratisch, praktisch, gut. Bis jetzt darf nur das Unternehmen aus Baden-Württemberg Schokolade in Quadratform anbieten. Denn Ritter hat sich die quadratische Verpackung für Tafelschokolade 1995 per Marke schützen lassen. Ja, das Quadratformat, das ist ein ganz zentraler Bestandteil von Rittersport. Das ist quasi Baustein unserer DNA und entsprechend hoch ist dann natürlich auch die Bedeutung des Markenschutzes angesiedelt. Wahrscheinlich so zentral wie für die Gegenseite ihre ebenfalls als Marke geschützte lila Farbe. Konkurrentin Milka äußerte sich schriftlich. Sie findet, das Quadrat sei für alle da. Deshalb hatte sie vor den Gerichten beantragt, dass die Rittersportmarke gelöscht wird. Heute Vormittag entscheidet der Bundesgerichtshof. Knackpunkt dürfte sein, ob Schokoladenfans die Quadrattafeln hauptsächlich wegen ihrer Form kaufen. Denn dann dürfte man das Quadrat nicht nur für einen Hersteller reservieren. Wenn der Kunde aber auf die Form gar nicht so viel Wert legt, sondern zum Beispiel eher auf Zutaten und Geschmack, dann kann es auch möglich sein, eine bestimmte Form zu reservieren. Nach der Entscheidung dürfte dann feststehen, ob es Milka im Quadrat auch weiter nur so gibt. Weitere Nachrichten jetzt im MST Newsticker. Ocean Viking festgesetzt. Italien nahm zuletzt wieder Menschen von privaten Rettungsschiffen auf. Jetzt hat die Küstenwache die Ocean Viking auf unbestimmte Zeit festgesetzt. Offizieller Grund? Sicherheitsmangel. Die Betreiber des Schiffs beklagten Schikane. Die teure Tochter der Bahn. Über Jahre hinweg zahlte die Deutsche Bahn offenbar viel zu viel für IT-Dienstleistungen einer eigenen Tochter. Das ergaben Panorama-Recherchen. Die Bahn kann dadurch möglicherweise von höheren Subventionen profitieren. Und nun noch die Wetteraussichten, die heute Morgen um 5 Uhr schon gedreht wurden. Hallo liebe Zuschauer hier zum MST-Wetter, das wir heute mal viel früher gedreht haben. Und zwar ist es jetzt hier gerade 5 Uhr morgens und wir haben hier eine richtig tolle morgendliche Stimmung. Aber kommen wir nun zum Wetter. Morgen kommen vom Nordwesten her etwas dichtere Wolken auf mit Schauern und Regen. Im Südosten Deutschlands können örtlich ein paar Gewitter auftreten. Dazwischen bleibt es aber trocken mit einigen Stunden Sonnenschein. Die Temperaturen. In Berlin liegen die Höchstwerte bei 25 Grad, die Tiefstwerte bei 12 Grad. In Dresden die Höchstwerte bei 26 Grad, die Tiefstwerte bei 13 Grad. In München liegt dann der Höchstwert bei 25 Grad, die Tiefstwerte bei 16 Grad. In Frankfurt am Main sind die Tiefstwerte 14 Grad, die Höchstwerte 26 Grad. In Bonn ist es ähnlich, dort haben wir als Tiefstwert auch 14 Grad und der Höchstwert 23 Grad. In Hamburg liegen die Tiefstwerte bei 14 Grad und die Höchstwerte bei 21 Grad. In Hiddensee liegen die Höchstwerte bei ca. 20 bis 21 Grad und die Tiefstwerte bei 14 Grad. Am Samstag ist es im Nordwesten etwas stärker bewölkt, sonst ist es zeitweise freundlich. Zunächst sind nur wenige Schauer zu erwarten, abends kommt dann von den Niederlanden her etwas Regen auf.
Das war es für heute auch schon wieder mit den MST-Heute-Nachrichten. Wir sind das nächste Mal dann wieder für Sie da. Tschüss, Ihnen noch einen schönen Abend.